Ideale Gase, reale Gase. Was ist der Unterschied? Gemeinsame Merkmale oder haben sie überhaupt keine oder was auch immer? Ist auch für medizinische Physik wunderbar. Braucht man auch. Gut, wir erinnern uns an die Brownsche Molekularbewegung. Da gab es doch dieses chaotische Zickzack und Mr. Brown hat damals im Mikroskop erkannt, dass irgendwelche Staubteilchen, erst dachte, das wären Lebewesen, hin und her zucken. Ich werde wahrscheinlich. Achtet immer hier oben auf die Links, also hier sind immer Links zu weiterführenden Erkenntnissen oder tieferen Betrachtungen und so weiter. Das Video hält hier an, wenn ihr auf die Links klickt und euch da nochmal informieren wollt, ihr verpasst nichts. Gut, also, als er das beobachtet hatte, kam er dann irgendwann auf die echte Schlussfolgerung, dass sich die Flüssigkeits- oder Gasmoleküle chaotisch hin und her bewegen und demzufolge irgendwelche Staubteilchen echt angeschubst werden. Sieht man im Mikroskop, geht wirklich. Vielleicht kriege ich auch den Link dazu. Ich muss noch mal gucken. Das habe ich mal im Internet ein schönes Beispiel aus einer Universität gesehen. Da hatten die das gemacht. Echt schön. Sieht wirklich so aus wie hier dargestellt. Nur eben, dass sich alles bewegt. Na gut. Ideale Gase. Nee, anders. Reale Gase sind natürlich die, die wir kennen, die es überall gibt. Aber die lassen sich relativ schwer in irgendwelche Formeln fassen. Und so macht man es ja gerne in der Physik. Man verlässt sich darauf, dass es keine Reibung gibt, dass es keine Verluste an Energie gibt, Verluste in Form von anders umgewandelter Energie, meine ich jetzt, und so weiter und so fort. Man idealisiert gerne mal. Und so kann man ideale Gase als folgendes betrachten. Chaotische habe ich kurz hingeschrieben. Das sind keine chaotischen Typen hier, sondern die Moleküle des Gases werden als Massepunkte betrachtet, die sich chaotisch bewegen. Sie haben kein Volumen. Also man sagt, das sind einfach bloß wie ein Schwerpunkt. Ein Schwerpunkt hat ja auch kein Volumen, ist ja nur ein Punkt. Also sie werden ohne Volumen betrachtet, sind absolut elastisch. Das heißt, wenn sie sich anschubsen, ne, elastischer Stoß, eventuell kriege ich hier einen Link unter, weiß ich nicht. Und haben auch keine eigenen Anziehungskräfte. Also Kohäsion gibt es hier nicht. Das will die ganze Sache mathematisch wieder erschweren. Na gut, was sind denn dann reale Gase? Naja, genau das Gegenteil, nämlich das, was sie sind. Natürlich chaotische Moleküle, chaotisch sich bewegend, aber Moleküle, Leute. Die meisten Gase treten H2O2, N2, Cl2 oder, CO, CO2. Und es gibt noch so viele Gasvarianten, treten eben als Molekül. Nicht bloß als Zweiermolekül, sondern auch als größere Moleküle. Schon ein etwas größeres CO2 auf. Und haben demzufolge ein eigenes Volumen. Und wir wissen alle, sonst gäbe es sowas gar nicht wie Kohäsion, ne? Also Klebkräfte gleicher Stoffe untereinander. Natürlich haben die auch die typischen Merkmale wie Kohäsion und Co. So, demzufolge verhalten sie sich ein kleines bisschen anders. Und das gucken wir uns jetzt mal mathematisch an. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber bevor wir das machen, ich habe da noch eine Frage eingebaut, aber die werden wir uns selber beantworten können. Fast ideale Gase, also sie verhalten sich fast wie ideal, sind zum Beispiel Wasserstoff und Helium. Und unter bestimmten Umständen auch fast ideal verhalten sich zum Beispiel Stickstoff und Sauerstoff, wenn ich die Temperatur erhöhe und den Druck drastisch runternehme. Warum? Wenn ihr das rauskriegt, vielleicht kommen wir zum Schluss nochmal drauf, ich möchte es jetzt nicht verraten. Jetzt gucken wir uns mal die Zustandsgleichung an, also die Formeln, und wir sagen mal eine bestimmte Vorbetrachtung. Gucken wir uns erstmal den linken Kram an, achtet mal auf links. Beim idealen Gas ist es einfacher. Wir kennen ja P mal V durch T ist gleich konstant. Ich habe es extra mal in einer anderen Farbe gemacht. Wenn ich diese Gleichung hier mal T nehme, heißt die P mal V ist gleich konstant mal T. Und dieses Konstante, wenn wir das mal durch die Stoffmenge in Mol ersetzen, multipliziert mit einer ganz bestimmten Gaskonstanten. Da fliegt hier was raus. Wenn ich das mal das nehme, passiert hier bei den Einheiten, dass die Mol unten rausfliegen. Mol habe ich hier mal als das Mol hingeschrieben. Mol wird normalerweise als Einheit so geschrieben. Da fliegt das schon mal raus und dann heißt es Joule pro Kelvin. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, denn auch was passiert hier? T wird in Kelvin angegeben, das Kelvin fliegt auch raus. P mal V ist dann Joule. Oh, das ist ja eine Energieeinheit. Naja, klar. Wir wissen doch, Druck-Volumen-Arbeit, vielleicht geht der Link noch oder zum Schluss, ne, wird ja in, gibt es ja, und wird ja dann auch in Wattsekunden, Joule oder Newtonmeter angegeben. Aha. Die nächste Vorbetrachtung ist, wir schnappen uns mal die ideale Gasgleichung.
und schreiben die mal ein bisschen erweitert hin. Denn wir hatten ja gesagt, dass die realen Gase tatsächlich Kohäsion aufweisen und demzufolge auch einen gewissen Eigendruck haben. Also muss ich zu dem P hier noch was dazu schwindeln. Könnt ihr in Tabellenwerken nachgucken, wird direkt hier angegeben, kein Problem. Ergibt einen gewissen Eigendruck, sage ich mal dazu. Also dem gaseigenen Druck, ist bei jedem Gas anders. Also habe ich hier ein neues P und es wird dann ein etwas genaueres P. Es gibt noch ganz andere, aber die hier, falls ihr das mal hört, warte mal, das muss ich mal unbedingt noch dazu schreiben, schon alleine der Ehre halber. Der Kerl, der diese Gleichung hier entwickelt hat, hieß Van, ne, der Waals. Hoffentlich habe ich ihn jetzt richtig geschrieben. Mit W? War mit W. So, Van, nee, doch mit V. Egal, also irgend, wie wird der doch mit W geschrieben, Mensch? Wie komme ich denn drauf? Van der Waals. Der hat diese Gleichung also, also diese allgemeine Gasgleichung für die idealen Gase hat er erweitert um diesen Kram, also eine gewisse Druckkomponente mit hinzugefügt und jetzt noch ein gewisses Eigenvolumen. Denn wir hatten ja gesagt, hier gibt es kein Volumen, aber wir müssen das Volumen berücksichtigen. Und auch das, wie gesagt, kann man nachgucken. Auch das ist wichtig. Das wird von dem normalerweise berechneten Volumen nochmal abgezogen. Weil das Eigenvolumen ja schon da ist. So kann man sich es vorstellen. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, warum. Wir hatten gesagt, fast wie ideale Gase verhalten sich diese beiden. Also Hydrogenium und Helium. Oder Wasserstoff und Helium. Und wenn ich die Temperatur von Stickstoff und Sauerstoff erhöhe, Nitrogenium, Oxygenium, und den Druck schön senke, dann verhalten die sich auch so ähnlich. Warum? Eigentlich müsste es klar sein. Wenn ich den Druck absenke, mache ich das meistens, indem ich das Volumen vergrößere. Demzufolge haben die mehr Platz. Und wenn ich die Temperatur dann noch erhöhe, Temperatur heißt immer, dass die Molekularbewegung drastischer wird, ja, dann scheinen sie dem idealen Gas auch wieder ähnlich zu sein. Und die beiden, die sind so klein von den Molekülen, dass die schon ausreichend Platz haben und rumzittern bei normalen Temperaturen, also gebräuchlichen. So, ich hoffe, ich konnte dazu beitragen, das nochmal ein kleines bisschen zu festigen, vor allem für die Mediziner. Und wir machen es ja sowieso im Unterricht. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen und gebt mal noch ein paar Anmerkungen für mich, falls ich noch irgendwie ein anderes Thema behandeln soll. Aber ich werde wahrscheinlich bis zum Ende der Physik sozusagen auch die Mediziner nochmal bedienen. Aber wenn ihr Wünsche habt, einfach mal drunter schreiben, hinterlasst einen Daumen oder macht sonst was. Freue mich über Anmerkungen. Dankeschön. Tschüss.